Angeln auf Friedfisch. Tipps und Tricks von Friedfisch-Profi Robin Illner. Ich bin heute unterwegs an einem Baggersee. Das ist für mich ein komplett unbekanntes Gewässer, an dem ich jetzt hier heute fische. Das ist ein See mit einer Größe von 28 Hektar. Die Uferbereiche sind teilweise sehr, sehr steil abfallend und das Ziel ist jetzt hier heute der Fang von großen Friedfischen. Zum einen möchte ich heute ganz gerne den ein oder zwei Karpfen überlisten. Das bedeutet, ich werde heute mit zwei Ruten auf Karpfen angeln. Und mit einer dritten Route versuche ich ja heute große Brassen zu fangen. Es gibt auch in diesem See große Aallandungen, große Döbel. Vielleicht habe ich Glück und erwische einen von den großen Fischen. Ich möchte euch kurz zeigen, mit welchem Futter ich heute arbeite. Zum Angeln auf Karpfen werde ich einen Partikelmix einsetzen. Das ist ein Mix aus Hartmais, aus Weizen und aus Hanf. Den fische ich sehr, sehr gerne. Hanf hat den Vorteil, dass er halt sehr ölhaltig ist, die Verdauung der Fische anregt. Der gelbe Mais wird von den Fischen visuell gut wahrgenommen und aufgesammelt. Und Weizen ist ein schön weicher Köder, den ich gezuckert habe, der gegoren ist. Und diese gegorenen Weizenkörner fressen Karpfen auch gerne. Aber Partikel ist nicht alles, mit dem ich heute fische. Diese Partikel werde ich gleich vermengen, und zwar mit Pellets. Das sind Mikropellets. Zum einen Crazy Quill Pellets. Das sind die kleinen braunen. Die haben einen hohen Krillanteil, also sind sehr proteinhaltig. Das ist für das Wachstum der Fische ganz gut und die Fische mögen diesen Krillgeschmack auch sehr, sehr gerne. Der Großteil der Pellets, das sind Getreidepellets. Das sind Pellets auf einer Kohlenhydratbasis, die unter Wasser sehr, sehr schnell aufquellen, eine fantastische Wolke geben und die Fische so schnell und sicher an den Futterplatz locken. Das sind alles jetzt sehr kleine Köder und sehr kleines Futter. Die Karpfen, die fressen natürlich auch sehr große Köder und dann dafür setze ich Boilies ein. In dem Fall jetzt hier unseren Bloody Chicken. Bloody Chicken ist ein Boilie auch auf einer Fischmehl- und Hühnermehlbasis. Das ist ein sehr stark riechender Boilie und auch ein Boilie, der nicht sehr hart ist. Man kriegt die Bloody Chicken Boilies gut zerdrückt. Die lösen sich ungefähr in 24 Stunden im Wasser auf. Das ist sehr gut, weil sich so das Futter nicht auf dem Platz akkumuliert. Und dadurch, dass die Boilies so weich sind, geben die viel Aromen ab und locken die Fische zusätzlich an den Futterplatz. Die verwende ich jetzt hier in der Größe von 20 mm und die werden auch als Hakenköder gleich eingesetzt. Aber nicht nur Bloody Chicken, sondern auch einen kleinen Boilie, und zwar einen süßen Boilie. Das ist jetzt ein Scopex als Universalwaffe. Scopex funktioniert in ganz vielen Gewässern. Diese Boilies kennen die Fische, die nehmen die relativ schnell an und auch die fütter ich. Die sind jetzt hier eine Größe von 16 mm und auch hier das gleiche Spiel wie bei dem Bloody Chicken. Das ist ein weicher Boilie, ihr seht, den kann ich so nehmen und einmal so zerdrücken. Der arbeitet unheimlich schnell unter Wasser, lockt die Fische sehr, sehr schnell an. Das bedeutet, ich werde jetzt also gleich 500 Gramm Boilies pro Spot füttern. Darauf kommen ungefähr 500 bis 700 Gramm Mix aus Pellets und Partikeln. Ich hoffe, so funktioniert es heute und wir fangen einen Karpfen. Ich bin in der warmen Jahreszeit unterwegs, die Wassertemperaturen sind relativ hoch, wir haben momentan 19,5 Grad Wassertemperatur, das bedeutet, die Fische sollten relativ gut auch Nahrung aufnehmen. Ich werde das Futter jetzt fertig mischen, ich gehe an die Sache einigermaßen vorsichtig ran, das bedeutet, ich mache jetzt hier einen Eimer fertig mit einem Mix aus Boilies, Partikeln und kleinen Pellets, das ist jetzt ein 6 Liter Eimer, den verteile ich dann auf zwei Plätzen. Das ist sicherlich nicht zu viel Futter, weil die Fische, wie gesagt, im Sommer relativ viel auch fressen. Wenn man mehr füttert, kann es halt relativ schnell passieren, dass die Hakenköder dann Konkurrenz durchs Futter bekommen und die Fische halt erst jede Menge Futter auffressen und unsere Hakenköder vielleicht gar nicht finden. Deswegen füttere ich dann lieber, wenn ich einen Fisch gefangen habe, nochmal etwas nach und gehe jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache ran. Also, los geht's. Ich habe jetzt hier ungefähr 1,5 Kilo Pellets drin. Jetzt nehme ich mir ein paar Partikel. Die gebe ich da einfach zu. Das Ganze vermenge ich gleich miteinander. Also ein paar Partikel auf die Pellets drauf. Dann kommen ein paar große Köder dazu. Wie gesagt, Bloody Chicken als Boilie. 20 mm Variante. Das sind jetzt ungefähr noch 250 Gramm in der Tüte. Die kommen da alle rein. Und dazu habe ich da noch Enterprise Scopex. Auch den Boilie verwende ich heute. Und auch davon kommen ungefähr nochmal 250, 300 Gramm in den Mix. Das Ganze rühre ich um und das werde ich gleich lose einfach auf dem Futterplatz verteilen. Wie es funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, der Baggersee, in dem wir unterwegs sind, der hat einen relativ harten Untergrund, aber nicht einen ganz harten. Das heißt, wir haben eine kleine Schlammschicht aufliegen von ungefähr 2 bis 3 cm Höhe. Die Köder sinken hier nicht ein. Ich fische jetzt in dem Fall
einen 20 mm Bloody Chicken Boilie, der riecht unheimlich stark, lockt die Fische dadurch an. Der ist getoppt jetzt hier oben mit dem gelben Maiskorn. Das gelbe Maiskorn ist aus Gummi, also ein Kunstköder, und hat einfach nur, sehr, sehr grell, hat dadurch einfach nur einen farblichen Effekt. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Kombination, einmal aus visuellen Reiz, aber auch aus einem Boilie, der stark riecht. Dazu passt dann ein Haken der Größe 6 ganz gut. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Linerhaken aus dem Radical-Programm und den habe ich gebunden mit einem klassischen No-Note. Das kennt ihr sicher. Oben habe ich einen Schrumpfschlauch aufgesetzt, den ich im Winkel von 45 Grad abgewinkelt habe. Dadurch bekomme ich echt einen sauberen Hakeffekt. Also man sieht das ganz gut, wenn der Fisch beißt, dreht sich der Haken wirklich wunderbar und fast unten in der Lippe oder im Winkel, im Maulwinkel des Fisches, das klappt wirklich gut. Achtet darauf beim Karpfenangeln, dass ihr wirklich immer richtig scharfe Haken angelt, sobald der Haken mal ein bisschen stumpf geworden ist, sofort tauschen. Das Vorfach, was ich verwende, ist ein ummanteltes Vorfach. Die Ummantelung habe ich in den unteren Zentimetern entfernt. Dadurch bekomme ich unten ein sehr, sehr weiches Vorfach. Das heißt, der Fisch spürt erstmal keinen Widerstand, wenn er den Köder mitsamt Haken aufnimmt. Die Ummantelung im oberen Bereich garantiert mir, dass ich meine Rute sauber abgelegt bekomme und nicht in der Absinkphase eine Vertüdelung habe. Das Ganze fische ich ganz klassisch mit einer Fluchtmontage. Hier habe ich jetzt einen Safety Clip, in den der Wirbel fest integriert ist. Der sitzt hier doll drin, kann aber rausgezogen werden, wenn der Fisch beißt. Das ist der Vorteil, dass wenn es mal zum Schnurbruch oberhalb des Bleis kommt, kann der Fisch halt den Wirbel rausziehen und sich vom Blei befreien. Das ist wichtig, auch so sollte man auf Karpfen angeln. Klar, das Blei muss gesichert werden, dafür gibt es einen Gummizylinder. Den schiebe ich einfach hier oben einmal auf und dann ist das Blei gesichert. Ich verwende ein Kugelblei. Ich hatte anfangs erwähnt, wir haben hier eine kleine Schlammschicht. Die Kugel sinkt 2-3 cm in den Schlamm ein. Und ich habe dadurch einen wirklich bombastischen Hakeffekt, weil der Schlamm die Kugel im Prinzip umgibt und auch nochmal festhält. Und ich so noch ein bisschen mehr Druck, oder der Fisch da so ein bisschen mehr Druck kriegt, wenn er abzieht. Das ist ein Blei von 125 Gramm Gewicht. Das reicht in den allermeisten Fällen vollkommen aus zum Angeln im See. Das ist meine Montage. Simpel, aber effektiv. So, ich werde mich jetzt hier gleich auf mein kleines Eiboot schwingen und vor allen Dingen die Uferkanten des Baggersees hier mal abfahren. Der fällt sehr, sehr steil ab. Das heißt, wir haben auf einer Länge von 2 Meter teilweise einen tiefen Unterschied von 4-5 Meter. Und ich gehe davon aus, dass die Fische in diesem See an den Uferkanten entlang patrouillieren. Das ist eigentlich so Standard im Baggersee. Aber die Uferkanten sind immer wieder gesäumt von Wasserpflanzen. Das sind natürlich absolute Hotspots, weil die Fische da reingehen. Da sind Muscheln drin, da sind Schnecken drin, natürliche Nahrung, die Fische konsumieren. Ich nehme mir mal eine Rute mit und einfach nur ein Blei, kann so ein bisschen klopfen und den Untergrund ertasten, ob ich da viel Schlamm habe, ob ich da einen weichen oder einen harten Untergrund habe und merke natürlich auch, ob ich viele Wasserpflanzen habe. Finde ich in den Wasserpflanzen eine kleine Lücke, ist das ein absoluter Hotspot, da gehört der Köder rein und ich versuche jetzt genau so einen Spot zu finden. Mal gucken, ob es klappt. Ich sitze jetzt hier in meinem Boot, das habe ich in den letzten Jahren wirklich lieb gewonnen. Das ist das iBoat von Max Nollard von Imperial Baits. Das ist ein relativ kleines Boot mit einer Gesamtlänge von 1,60 Meter. Ist super fix am Wasser aufgeblasen. Und ich muss es gar nicht unbedingt jedes Mal neu aufblasen und die Luft rauslassen. Ich habe einen großen Kombi, die kriege ich in mein Boot komplett in den Kofferraum reingelegt. Hat einen riesen Vorteil, wenn ich mal an einem Wasser unterwegs bin, wo ich füttern möchte, dann kann ich das Boot einfach rausnehmen, fahre raus, fütter und packe es danach wieder in den Kofferraum. Das Boot eignet sich sicherlich nicht, um damit große Mengen an Gerät an Platz zu fahren. Aber zum Füttern ist das perfekt. Das ist super, wenn ich einen Fisch drillen will, da komme ich gut mit klar. Dadurch, dass das Boot so klein ist, bin ich super wendig damit. Ich kann meine Routen wirklich ganz, ganz präzise auf 10, 15 Quadratzentimeter große Spots ablegen. Das funktioniert einwandfrei. Auch bei großem Wind komme ich mit dem kleinen Boot deutlich besser klar als mit großen Booten, die sehr windanfällig sind. Damit bin ich sehr zufrieden. Das ist eine schnelle und eine gute Lösung und das kann ich wirklich empfehlen. Ja, meine Route habe ich rausgebracht, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, die auf einer Tiefe abzulegen von 3,60 Meter. Der Baggersee ist sehr, sehr tief, der teilweise 17, 20 Meter Tiefe. Die Uferkanten fallen steil ab. Ich habe jetzt eine Uferkante gefunden, die relativ zügig auf 3 Meter abfällt. Dann kommt ein ganz, ganz kleines Plateau, das ist ungefähr 2, 2,5 Meter breit und danach geht es nochmal runter auf 7 Meter.
auf diesem kleinen Plateau habe ich jetzt die Rute liegen. Ein weiterer kleiner Gimmick ist, dass da eine ganz große Weide ist, die da überhängt und unten ziemlich viel Totholz liegt. Die Fische gehen gerne in dieses Totholz rein, knabbern da Muscheln zum Beispiel runter. Wir haben hier viele Dreikantmuscheln im See, aber auch Schnecken. Ich hoffe, auf dem Platz fange ich heute einen Fisch. Ob es klappt, werden wir sehen. Ich möchte euch auch ganz gerne kurz verraten, mit welchem Setup ich heute angle. In diesem See gibt es ein paar Krautfelder, aber sonst ist mit großen Hindernissen eigentlich nicht zu rechnen. Deswegen brauchen wir keine schweren 3 oder 3,5 Pfund Karpfenruten. Das wäre wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich fische jetzt hier mit der Old School. Das ist eine Rute mit einer Testkurve von 2,25 Pfund. Die arbeitet sehr schön, ist voll parabolisch. Damit macht Spaß, auch Fische zu fangen in der Gewichtsklasse von 15, 20, 25 Pfund. Aber auch Fische von über 40 Pfund sind mit der Rute überhaupt kein Problem zu fangen. Ich verwende mittelgroß bzw. relativ große Freilaufrollstangen, keine überdimensionierten Rollen, halt, die zu einer 2,25 Pfund Testkurvenroute passen. Da habe ich eine 35er Hauptschnur drauf. Ich mag es bunt, ich fische die Salzer, das ist eine rote Schnur. Der Rest ist relativ einfach. Ich habe einen Rodport für einen sicheren Halt. Ich verwende elektronische Bissanzeiger und Zwinger. Zwinger einfach dafür, falls der Fisch auf mich zukommt, fällt halt der Zwinger runter und signalisiert mir so auch den Biss. Was ich gerne mache, ist die Schnur noch einmal in einen Schnurclip einklippen. Auf der rechten Seite der Rute habe ich jetzt hier einen. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn ich mal einen Einzel- oder einen Doppelpieper bekomme auf der Rute, dann kann ich halt gucken, ist die Schnur aus dem Clip gezogen oder nicht. Wenn die Schnur aus dem Clip gezogen ist, kann ich mir ganz sicher sein, dass ein Fisch auch bei einem Hakenköder aufgenommen hat, sich kurz gehakt hat, aber halt eventuell was mit meiner Montage nicht stimmt, vielleicht habe ich ein kleines Stück Holz drauf oder ähnliches. Ist die Schnur nicht aus dem Clip gezogen, handelt es sich in den allermeisten Fällen um einen Schnurschwimmer und dann ist es nicht nötig, dass ich meine Rute neu raushole und wieder mit dem Boot auf den Platz fahre. Ja, meine beiden Routen, die einen Karpfen fangen sollen, liegen. Eine links, eine rechts. In der Mitte habe ich hier noch einen Bereich, der ist so ungefähr 4 Meter tief. Da habe ich eine Kante drin und da werde ich gleich versuchen, hinter noch Friedfische zu fangen. Es soll hier große Aalande geben, große Brassen und Döbel. Vielleicht habe ich Glück und erwische einen. Jetzt zeige ich euch aber erstmal im nächsten Schritt, welches Futter ich dafür verwende. Ich habe mich dafür entschieden, zum einen eins meiner Lieblingsfuttersorten einzusetzen, das ist das Halibut Barbecue aus der Browning Range. Das ist ein Futter, was sehr, sehr fischmehllastig ist. Das Fischmehl riecht sehr, sehr intensiv. Das ist ein Garant eigentlich für große Friedfische. Gerade große Brassen mögen fischige Futtersorten sehr, sehr gerne. Aber Fischmehle kleben auch relativ stark. Und damit ich ein bisschen Bindung rausbekomme, da ich hier im See fische, gebe ich da jetzt noch einen Kanal hinzu. Kanal ist eigentlich ein Futter, was, wie der Name schon sagt, für die Kanalangelei entwickelt worden ist. Es ist ein sehr leichtes Futter, aber dieses Kanal riecht sehr, sehr intensiv nach Gewürzen. Und wenn ich diese beiden Sorten miteinander kombiniere, habe ich zum einen Fischmehl, das aber gleichermaßen auch sehr intensiv nach Gewürzen riecht. Da habe ich in der letzten Session habe ich das ein bisschen getestet, diese beiden Futtersorten zusammen. Da habe ich ungefähr schon so 10, 12 Mal mit geangelt. Das hat immer wunderbar funktioniert und seitdem verwende ich diesen Mix ganz gerne. Aber nicht nur Trockenfutter kommt immer in Eimer, sondern auch eine gute Portion Partikel. Das ist Dosenmais, das ist Weizen und das ist Hanf. Und dazu gebe ich dann noch kleine 8 mm Crazy Quill Pellets. Das vermenge ich alles, forme daraus Ballen und dann werden ungefähr 15 bis 20 mandaringroße Ballen auf dem Futterplatz verklappt. Ich hoffe, es funktioniert und fange damit einige große Friedfische. Ja, die Tüte ist aufgerissen. Wie wird es gemischt? Ist ganz einfach. Ich mische das beides zusammen 1:1. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr erst die trockenen Futtermehle in den Eimer gebt und die dann gründlich miteinander vermengt, dass ihr eine homogene Masse bekommt und erst dann kommt das Wasser hinzu. Die Partikel könnt ihr auch schon vorher mit reingeben, das ist nicht weiter schlimm, das stört beim Vermengen nicht und dann kräftig rühren. Man kann dazu natürlich auch so moderne Geräte wie ein Futterquirl verwenden, aber wer ein bisschen Zeit am Wasser mitbringt, bei dem klappt das auch ganz gut mit der Hand. So, da bin ich gleich auch schon fertig. So, jetzt habe ich eine vernünftig homogene Masse. Ihr könnt es leider nicht riechen, schade, es hat einen richtig intensiven Fischgeruch und dazu hat nochmal eine kräftige Gewürznote und ich hoffe, damit klappt es heute an auf die dicken Friedfische. Ja, was ich dann auch ganz gerne mache, sind 16 mm Scopex Boilies verwenden. Das ist ein schön süßer Boilie, den mögen viele Fische sehr, sehr gerne. Den gebe ich jetzt aber in diesem Fall nicht ganz ins Futter, sondern ich zerdrücke die Boilies. Die sind sehr weich, das könnt ihr entweder mit der Hand machen, wie gesagt, einfach so zerreiben.
oder ihr verwendet dafür ein scharfes Messer. Es gibt natürlich auch moderne Sachen, wie zum Beispiel einen Boilie-Quasher, da könnt ihr dann die Boilies reingeben. Der Effekt bleibt der gleiche. Wir müssen zusehen, dass die Boilies klein ins Futter kommen. Ja, die Angel auf Brassen hier an dem Baggersee hat heute Nacht wirklich wunderbar geklappt. Ich konnte jetzt einige gute Fische in der Nacht fangen. Die haben Gewichte so zwischen 2,5 und 3, 3,5 Kilo. Das sind gute Fische für den Baggersee. Und die würde ich euch gerne mal zeigen. Die Fische, die ich gefangen habe, die haben jetzt hier auf Pop-Up-Mais gebissen. Meistens auf 2 und 3 Maiskörnern. An der Fluchtmontage. Die sind natürlich jetzt hochgradig aktiv. Hier kommt der erste Fisch. Ein schöner Brassen. Und da war er auch schon weg. Aber ich habe da nicht nur einen, ich habe noch mehr Fische. Fisch Nummer 2, ein richtig guter Brassen. Das macht Spaß, die Angelei am Baggersee. Wenn man da solche Fische fangen kann. Ja, ihr seht, die Fische sind topfit. Wenn ich die ins Wasser zurückgebe, dann schwimmen die auch direkt weg. Das klappt also ganz gut. Hier haben wir noch ein schönes Exemplar, auch ein guter Brassen. Ebenfalls gefangen auf 2 Pop-Up-Maiskörnern. Es soll nicht sein, die Fische sind weg. Aber ihr seht, es funktioniert wirklich gut. Angeln auf Brassen im Baggersee. Die Karpfen, naja, die wollten nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist halt Angeln. Ich bin mittlerweile schon die 4. Nacht unterwegs und am 3. Gewässer. Ich bin gestartet im schönen Sauerland, bin dann ins Ruhrgebiet gefahren und habe da 2 Nächte an einem Baggersee geangelt. Jetzt waren wir unterwegs im deutsch-niederländischen Grenzgebiet an diesem See. Ich konnte aber mit diesen Methoden, die ich euch gezeigt habe zum Thema Karpfen, in den vergangenen 2 Nächten sehr gute Resultate erzielen. Auch das war, wie gesagt, ein Baggersee mitten im Ruhrgebiet. Da habe ich gute Fische gefangen, zwischen 25 und 35 Pfund Gewicht auf einer Sandbank. Und es hat funktioniert. Ich würde euch einfach empfehlen, versucht es mal, testet es mal. Ich bin mir sicher, ihr werdet damit Fische fangen.